Hey Leute, hallo und willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Ja, oh, ich bemerke gerade, ich habe ganz vergessen, zum letzten Mal hin, beziehungsweise heute hin, vom letzten Mal noch die Level anzupassen auf der rechten Seite, tut mir leid. Aber ich habe es geschafft, alle Truhen heute fertig zu machen. Dafür habe ich gestern Abend ein paar Überstunden gemacht. Ich war gestern Abend so müde und habe die Zeit echt noch ausgehalten, bis ich die Stundentour anmachen kann. Dann war ich heute Morgen schon relativ früh wach, weil ich musste noch 2 Stunden warten wegen der Tour. Aber gut. Ich hoffe auch, ihr habt alle Vatertag überlebt. Seid wieder gesund und nüchtern. Wieder an dem Freitag wieder da. Ja. Jetzt kommt die geile Magie-Truhe, liebe Leute, die geile Magie-Truhe. 3, 2, 1, BÄM! Da sind 2 epische mindestens drin. Habe ich schon, habe ich schon in meinem Kopf drin gehabt. So, okay, ich hatte gestern nachgeguckt, aber egal. Money? Ah, seltene, sehr schön. Ja, okay, sind jetzt nicht so geil. Ja. Naja, benutze ich halt nicht. Die sind geil, die benutze ich. Joa, kann man machen. Oh, Leute. Wir können ein Packer upgraden. Upp, 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 upp. Nein, darf man nicht benutzen. Aber trotzdem, guckt euch das an, Mann. 160 Punkte kriegt er mehr, 45 Schaden mehr und Schaden pro Sekunde 25. Mega geil, liebe Leute. Brechen wir auch mal ab. Falls wir das Deck doch nochmal benutzen heute. Weil ich, ich habe schon Zeit, weil es ist ein Brückentag, ich muss heute Abend erst arbeiten. Aber wir sind kurz vor Essenszeit. Das heißt, ich habe mit meiner Mom gesprochen und gesagt, hey, Mami, wie lange brauchen wir noch bis Essen? Ich dachte so, naja, 1/4 Stunde. Also gut, da werde ich noch schnell versuchen, was aufzunehmen. Hoffentlich klappt das. Okay, was versucht er da? So, das Ding würde ich da gerne runterfallen lassen. Okay, die Fliegen sind jetzt natürlich ein bisschen blöd. Aber ist auch nicht so wild, weil wir haben das Haus kaputt. Und ja, er sagt, wow. Ich glaube, der mag die Raketen nicht. Vielleicht hat er damit schon schlechte Erfahrungen. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber egal, ne? Muss man mit durch? Muss man mit durch? Hm? Da muss man mit durch! Und da muss er nicht einfach so durch, sondern mit. Ja, Herr Kollege. Was ist los? Ja, okay, du holst den Haus. In Ordnung. Ist nicht so geil, aber naja. Ich hatte immer diese blöden Death-Häuser, die mir so gar nicht gefallen. Aber sie sind Burf, das ist das Schlimme einfach dran. So. Okay, das Haus sogar fehlgesetzt sehe ich gerade. Ich komme da einfach so durch. What the fuck? Okay. Not bad. Was is bad? Ja, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht, liebe Leute, ne? Ja, mit seinem Wow. Hau ich mal ein. Ups. Kriegt dann Ups für. Beim Wow kriegt dann Ups. Wow. Ups. So, und jetzt will ich ja durchmassieren. Wo ist der Plan? Oh, die Hexe kriegt ordentlich was ab. Ah, ich wusste es. Paparana! Ja, okay. Dann war ich jetzt nicht so wie gedacht. Ich dachte eigentlich, ich kann jetzt durchmarschieren. Ich hätte schon gerne alle 3 Kronen tun. Das wäre sehr, sehr nett, Herr Gegner. Aber gut, so kommen wir auf den Kronen-K.O., das ist auch in Ordnung. So, den da durch. My brother! Eight, seven, six, five, four, three.
2, 1, Kronen-K.O. Das gute alte Kronen-K.O. Jeder kennt es, jeder hasst es, jeder liebt es. Jeder kennt es, jeder hasst es, jeder liebt es. Kronen-K.O. Das gute alte Kronen-K.O. Jeder kennt es, jeder hasst es, jeder liebt es. Jeder kennt es, jeder hasst es, jeder liebt es. Oh ja, das Kronen-K.O. Okay, hier muss ich auf jeden Fall deffen. Sonst könnte ich da ein Problem kriegen. So. Pavrana. Wir müssen das nur ein bisschen runterhauen, dass ich dann mit der Kanone das finishen kann, aber ich glaube, das war's. Na egal, schade, schade. Gutes Spiel. Gutes Spiel, Kollege. Ja, wir sagen wow. Naja, eine Krone besser als nichts, liebe Leute. Das ist besser als nichts. Aber, ne? Ein paar mehr werden schon besser, ne? Aber okay. Okay, ist doch dumm. Alter, der ist schon Stufe 7. Ich bin Stufe 6. Das heißt, er hat stärkere Dinger, Türme als ich. Aha! Nö. Okay, das hatte ich jetzt ein bisschen unfair, aber gut. Zack. Nochmal. Ist das dein Ernst? Ist das einfach echt dein Ernst? Man haut einfach nur ein paar Minuten dahin, denn dann will ich aber nicht so lernen und ein paar Minuten kann dann und mehr. Okay, man hat wahrscheinlich kein Wort verstanden, weil ich die ganze Zeit so gemacht habe und damit geredet habe. Aber ist ja egal, ne? Ist ja egal. Ist mir egal, ist mir egal, egal. Keine Arbeit, ist mir egal. Keine alles, ist mir egal. Egal, egal, mir fällt nichts ein, ist mir egal. Ich hab Skelettarmee, ist mir egal. Gegner hat die nicht, ist mir egal. Valkyrie ist doof, ist mir auch egal. Denn ich mach den fertig, ist mir egal. Ich schieß Rakete, voll auf seinen Kopf, ist mir egal. Was? Zack. Da ist ein Pfeilhagel gekommen, das ist ganz klar. Okay, die hätte ich jetzt gar nicht gebraucht. Na, ich dachte, ich brauche die. Aber gut, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Alles in Ordnung. Paparana! Oh Mann, die geht mir auf den Sack. Bam, Junge, hast du davon? Okay, das war jetzt halt nicht so klug, die Kleinen dann noch hinterher zu schicken, aber egal. So. Na, 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 na. Seven, six, five, four, three, two, one. Ah, gutes Spiel, gutes Spiel. Wenigstens einer, der sich bedankt. Finde ich nett. Haben wir schon oft welche gehabt, die sich dann nur einfach nicht bedankt haben. Wo wir gesagt haben, gutes Spiel und die einfach, nö, sag ich nix zu, dem mir egal. Lewis. Ich glaube, gegen den habe ich schon mal gespielt auf dem Handy. Da sollte der mein Deck bekannt vorkommen machen, so. Zack. Zack, 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 zack.
Ja, ich meine, die Barbaren kriegen jetzt halt hart auf die Fresse von den kleinen Dingern, aber ist nicht so wild. Der Hund, der bekommt schon eine ganze Armee auf einmal raus, ne? Finde ich schon mal ganz schön unwertend, den Mord, ne? Das macht man aber nicht, ne? Aber da haben wir nicht gewertet. Nee, da haben wir nicht gewertet, lieber Herr Gesangverein-Kollegen, ne? Das müssen aber nur mal überarbeiten, ne? Komm, könnt ihr da ein bisschen draufhauen? Dass ich das Ding denn da mit Daumen kriege? Dankeschön. Ich glaube nicht, dass es reicht, weil ich jetzt die Lebenspunkte nicht sehe. 500? Nee. Das war vorhersehbar, dass das nicht reichen wird. Eine gute alte Skelettarmee hat noch nie geschadet, liebe Leute. Die hat noch nie geschadet. So, wenn die kleinen Bogenschützen durchkommen, dann könnten die finishen, also das Ding kaputt machen. 127 könnten die, glaube ich, schaffen, weil jeder kann einmal Minimum schießen. Sehr schön. Pretty nice. Aha, ja, Mr. Evil. I'm the evil boy with the two Bogenschützen. Ich glaube, schon wieder ein Stuss, oder, liebe Leute? Das ist doch ein richtiger Stuss, den ich laber. Ey. Ist ja egal, hat er aufgegeben oder warum spielt er nichts mehr? Ich meine, ich habe damit kein Problem. Er scheint aufgegeben zu haben, ja. Ich habe kein Problem, liebe Leute. Das sind 3 Graduskronen für mich. Ich befreue mich. Nice. Also, wenn ich mich richtig erinnere, weiß nicht, ob der das war. Aber ich hatte so einen gestern auch. Ich habe mit denen gefightet, so. Habe einen Turm von den Blauen bekommen. Und dann hat er aufgegeben. Also hat nichts mehr gespielt. Und dann denke ich mir so, hä? Warum? Man kann so easy da noch Sachen machen, so, ne? Aber nö. Einfach nö. Ich frage mich da, hä? Warum? Ergibt keinen Sinn. So, null Sinn ergibt das. Aber okay. Jetzt zum Beispiel spiele ich halt erstmal noch nichts, weil Kacke ist. Okay, der will halt hart wissen, was die Sache ist. Daumen wir ein bisschen was rein. Das ist mein Booster-Getränk nun auch alle. Also gar nicht das Problem. So, der Bombentablet greift jetzt den an. Das heißt, ich kann mit ihnen ohne Probleme durch. Dann kann er das angreifen, wobei er es gar nicht schaffen wird. Genau. Ja, die hau ich die da rein. Das ist halt nicht so das Problem. Na gut, das Ding kriegt ein bisschen Damage, aber das ist nicht so wild. Och, ist das sein Ernst, Mann? Ist das sein verkackter Ernst? Jedes Mal auf der gleichen Scheiße. Man macht das einfach so, immer ohne mich zu fragen. Mann. Aber ich mach das so oder so nach und nach kaputt. Ich glaube, er hat auch Scheißkarten, die er spielen kann. Oder warte wieder auf so eine Push-Armee des Todes. Oder eine. Einfach nee, sag ich dann. Genau auf sowas wartet der 100 Pro. Habe ich mir gedacht. Und dafür habe ich extra die aufbewahrt. Die kleinen, flatterigen Flattermänner. Finde ich das ein bisschen unfair von dir, dass du das einfach kaputt machst. Aber gut. Oh, und ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber wobei ich Energy Drinks muss ich immer krass robsen. Weiß nicht, ob das nur bei mir so ist oder allgemein so. Aber manchmal ist das so. Weiß nicht, ob das Werfer ist, wenn ich das jetzt so mache. Naja, nee. Ich glaube, das war nicht Wurf. Ich glaube, das wenig Wurf. Nee. So. Damn it. Okay, hätte ich drauf geschossen, hätte ich vielleicht finishen können, aber so nicht. Ah, gut Spiel. Ja, mit dem Bombentower wäre echt gut. Er hätte ihn auch immer schön mittig platziert, so wie es sich gehört. Und ich habe einfach viel zu wenig gegen gemacht.
Ich hätte viel mehr auf seinen Bomb Tower eingehen müssen. Aber gut, scheint nicht so das Problem, ne? Ich weiß nicht so das Problem. Aber er wird eh nicht am Anfang spielen, das heißt, ich kann schon mal bereithalten. Zum Abdrücken in 3, 2, 1. Feuer frei! Gut, Junge! Knallen muss das, knallen! Okay, ich habe 9. Ich kann mit 9 durch. Das mache ich auch so und so. Da muss ich dann für eine Seite entscheiden, er wird sich für links entscheiden. Okay, er hat sich dann nur mit dem Pfeilen gedefft. Naja, gut, ne, kann man machen. Sollte man auch. Nein, warum greift ihr denn nicht hin an? Ihr sollt dann durchlaufen. Nein, ich kann gerade auf. Lass das aus. Lass den Tower heilen. Der ist so schön, wie er aussieht. Und dann bitte kein Kratzer rein, der war neu. Ich hab den mit Pavol gewaschen. So, also mir ist egal, wo ich die hin tue, fällt mir gerade ein, weil ich den eh nicht rüberziehen kann. Naja, egal, ne? Oh, jetzt kriegt er die und die Skelette haben keine Agu. Richtig nice. Weil die Skelette dadurch richtig bam, bam, bam machen können. Das gefällt mir. Oh, das wird gar nicht mal so schlecht. Den Drach kann ich durchlaufen lassen, weil der wird gedefft. Barbaren. Er wird ja eh gleich was Fliegendes hinsetzen. Aber ist mir egal. Zack, oh. Noch ein paar Skelettos. Wieder noch ein bisschen was kaputt machen sollten, hoffe ich. Okay, jetzt nicht so viel wie ich dachte, aber es ist in Ordnung, es hält sich ein Rahmen und es hält sich ein Grenzen. Weil was sich in dem Rahmen hält, ne, das ist ja auch in der Grenze drin, ne? Also ergibt Sinn, ne? Also, ja, ne, finde ich schon so. Zack. Zack. So, ich werde jetzt einfach alles links komplett durchlaufen lassen, weil ich jetzt auf der rechten Seite einfach komplett durchlaufe und das Ding zerstöre. So ist der Plan. Das war jetzt unfair. Aber okay. So, haust du noch irgendwie mal was raus? Also, okay, das sollte ich eventuell deffen, weil das schon böse werden kann. Muss es aber nicht. Aber das kann es. Verdammt. Ah, ich wollte wieder zu viel. Ich jetzt viel wollte. Mama. Aber wir haben 5, wir haben die Hälfte. Das heißt, wir müssen nur noch mal 20 Minuten machen, dann haben wir es. Na, geil. Ich werde jetzt baiten mit der Hexe auf der rechten Seite. Pass auf, liebe Leute, pass auf. Zack. Den da durch, mit denen. So, hier haben wir nochmal die hin. Ja, war klar, dass ich durchkomme, also von daher. War das jetzt relativ worth, dass ich da so getradet habe? Ah, scheiße, das geht dann mit ziehen rüber, ne? Ah, ich wusste es. Ah, ich hab's mir gedacht, dass sie ihn rüberzieht, den Drachen, weil zu nah dran war. Schade, schade, Schokolade. Check. Klitsch, einfach weggemacht. Also, pup. Pup, einfach weggemacht. Ich würde gerne auf der linken Seite durch, aber mich nervt da hinten das Ding, deswegen machen wir es weg. Gut. Ich glaube nicht, dass er hier und die Kleinen da durchkommen. Wir können das mal probieren. Also ich glaube nicht, auch wenn sie komplett durchkommen, ich glaube nicht, dass sie es kaputt kriegen können. Dafür werden die zu schnell down gehen. So.
Tak, tak, tak. Könnt ihr bitte die Hexe angreifen? Das wäre voll nett. Naja, schade. Ah, okay. So viel Damage macht er gar nicht übrigens, dieser Bombentyp. Also, da muss man echt gar nicht so viel Angst vor haben. So. Hätte die Hexe auf jeden Fall gerne unten. Im Deffen. So. Zack. So schön, so schön. Jetzt können wir da durch. Bam. Nein, wir haben es nicht ganz geschafft. Okay. Ich dachte, wir kriegen das da kaputt. Scheint aber nicht so. Oh, das ist jetzt schlecht. Mit dem Bombenmann dahinter. Kümmert euch bitte erst um die hinteren, danke. So, Krone K.O., aber es ist meins. Bam! Putz, Junge, easy! Ah, gutes Spiel. Auch wenn er nicht mehr da sein wird, der wird gleich schnell rausgegangen sein. Aber ist ja auch nicht schlimm. Wir waren nett, ihr habt das gesehen. Und wir fehlen nur noch 3 Krönchen. Oh ja. Dann haben wir es geschafft und es gibt fette Kronentruhe. Ich freue mich. Taktik wie immer, oder? Zack und zack. Weil wir haben auch gleich die Kleinen hinterher. Bup, bup, zack. Okay, das ist nicht nett. Mach den kaputt. Oh, nice. So, den ziehen wir einfach rüber gleich. Pass auf. 3, 2, 1. Hallöchen. Ach nein, er hat die Argo bekommen. Hätte er die Argo nicht bekommen, hätten wir ihn rüberziehen können. Aber so nicht. So, den setze ich jetzt extra nach hinten, dass er, dass die in der Hoffnung erst die Kleine angreifen. Dass die da nicht so viel kaputt macht. Boah, Kollege, was ist denn los bei dir? Bin ich jetzt nicht nett? Okay, wir machen uns so kaputt. Ich wollte eigentlich meine Bombe da reinballern, aber gut, brauche ich jetzt ja nicht. Och nö. Aber wir kriegen das Ding down. Das sollte kein Problem sein. Bam, Junge. Boots in your face, Mother Man. Ich will ja hier keine gerechte Content-Briefe, ne? Ne, ja, klar, liebe Leute. So. Du bist auch kaputt geschnetzelt. Schlitz. Schlitz. Wieder aber so Pix. Schon nice, Mann. Recht echt nice ist das. Nö. Finde ich gar nicht geil, dass du das eben über Bahn irgendwie durch willst. Ist nicht so mein Fall, deswegen nö. Okay, das ist natürlich jetzt uncool. Aber wobei, der wird aufgehalten. Pretty nice. Paprana! Sehr schön, da sind die. Die 3 Truhen. Truhen, Krone meine ich. Die Truhe jetzt kommt. Gutes Spiel, gutes Spiel. War weiter als mit dem. War lustig. Er kriegt von mir auch ein. Ja, yeah, auch wenn er nicht mehr da sein wird. Aber egal. Wir haben nur 3 Truhen. Aber wir können die Krone-Truhe öffnen. Pass auf. 3, 2, 1. Let's rip. Money in the bank. Yo, the money is real. Da habe ich genug von. Da fehlt mir. Okay, ja. Und den haben wir noch welche. So, wir können mal gerade im Deck gucken. Wenn wir Level Control oder die. Ich glaube, wir fragen mal nach den Schweinebärmännern. Oder Leprechauns? Ich weiß nicht. Ich glaube, Schweinebären sind cooler. Hier, die. Ja, das sind nur 4 Stück, die mir fehlen. Das heißt, 2 kriege ich so. Ja, hier einmal reingucken und. Nee, habe ich euch das schon erzählt, dass ich den Elixier in der Gratis-Tour bekommen habe? Ja, glaube ich schon, ne? Na, schau mal. Aber liebe Leute, weil heute ein wunderschöner Tag ist, es ist richtig geiles Wetter draußen, machen wir noch eine Runde in der Hoffnung, dass wir jetzt noch eine Truhe bekommen, die wir dann morgen wunderschön öffnen können. Ja.
Richtig schlechter Start übrigens. Aber okay. Muss man durch, ne? Barbarana! Da war ein bisschen zu spät eingefroren, Herr Kollege und Gesangsverein, man. Und sei nicht mal Gesangsverein, Alter. Ist gar nicht Knork, Mann. Aber wenn wir jetzt hier einfach mal einen Gewinn rausholen, das wäre Knorke, liebe Leute. Das wäre richtig Knorke. Ja, die können mir immer gestohlen bleiben, weil die machen eh nicht so viel Schaden. Wir brauchen nur, ja, eigentlich nur einen Tower. So. Wir haben eigentlich alles. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch deffen. Das ist jetzt das A und O. Einfach deffen und fertig. Wir haben gewonnen dann. Aber vielleicht wollen wir ja mehr. Echo. Mehr. Echo. Mehr. Echo. Mehr. Echo. Okay. Reicht jetzt. Euch ist Stamm, ist genug für alle da. Tap tap da 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 da, der Bambentaumer, der nervt ja, das ist mir aber auch egal, weil ich brauch nur ein so ein Ding, oh ja. Okay, ich sollte vielleicht echt mal anfangen, dass ich vielleicht das zweite auch noch krieg. Was sonst auf den Kronen-K.O. hinauslaufen wird und das wäre nicht so geil. Und hier kommt mal eine kleine Hexe hin. Dann noch ein paar Barbärchen. Hier noch ein paar davon. Und wir pushen ihn einfach die Seele aus dem Leib. Zack. Sehr schön, er geht auch auf die linke Seite, wo ich es geplant habe, wo er hinläuft. Also ich wollte, dass er wirklich dahin läuft. Sehr schön, wir haben alles, wir brauchen nicht mehr, wir haben eigentlich gewonnen, sehr schön. Aber ein bisschen Deffen tun wir auf jeden Fall noch hier. Eine Krone kann er ruhig haben, das ist echt gar kein Problem, erlaube ich ihn. Aber die zweite kriegt er auf jeden Fall nicht, weil ich will kein Kronen-K.O. haben, ich will einfach durch. Finish! Gutes Spiel, Kollege. Egal, ich brauchte eh nur einen Sieg, also von daher. No one cares! Das heißt, wir haben bis morgen, für morgen schöne 3-4 Truhen, meine ich. Mega geil. 4, 5, 6, 7 Truhen können wir morgen öffnen, weil wir haben unten 4, da haben wir 2 und da haben wir eine. Auf jeden Fall würde ich sagen, falls euch der Part gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Also könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch geben. Ne? Verprügelt den Daumen, bis er blutet. Ne, denkt immer dran. Aber nur den Daumen. Keine anderen Leute, Mensch. Keine anderen Leute. Seid lieb und nett, liebe Leute. Und ja, falls es euch gefallen hat und ihr irgendwas mitteilen wollt, wann ihr irgendwie Bedarf habt, mir was zu sagen, ist gar kein Problem. Dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Dafür sind sie da. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Bis dann, ciao, ciao und bye bye, euer kleiner Dom.